imperialistische Kriege mit der Verteidigung der sozialen und demokratischen Rechte verbinden. Danke. Liebe Essenerinnen, liebe Essener, liebe Teilnehmer der Montagsdemonstration, jeden Montag, Tag des Widerstands von der Essener Montagsdemonstration hier auf diesem Platz, heute mit einem ganz besonderen Inhalt in Zusammenarbeit mit dem Internationalistischen Bündnis und weiteren Kräften, Organisationen und Einzelpersonen, eine Protestkundgebung und Demonstration unter dem Motto gegen den Rechtsruck der Regierung, wir sind viele, Solidarität statt Spaltung. Als nächsten Redner begrüße ich Tekin, den Vorsitzenden des kurdischen Vereins hier in Essen. Wekte zanandın şereki dijwar rojlata navineye ev şereki dijwar ne peni gelil kurt zirar dvinin gelil vederi hamu zirar dvinin Wie ihr alle wisst, findet in Rojava ein großer Krieg statt. Ein Krieg, der von großer Bedeutung ist. Dieser Krieg wird nicht nur gegen die kurdische Bevölkerung, sondern gegen alle Völker des Nahen Ostens geführt. Naha le Rojlata navin da evşare çe biye be hezen kurda o be hezen navnetevi Daesh geleki paşva xistin o davya Daesh'i anin. Mit Hilfe vieler verschiedener Milizen von verschiedenen Völkern haben es die Kurden geschafft, den IS zurückzuschlagen. De mesela mesela Raqqa'da Dawiya Şer'i Suriye hatıbul. Dawiya Şer'i Rojlata Navin hatıbul. Ev nehat baş ne bu jubayı emperyalista o jubayı NATO jubayı mesele olsa Şer'i nu disat khasın desteği bikin. Evji ve erişe Suriye khasın disat Şer'i Tayvet desteği bikin. In Raqqa hätte eigentlich das Ende des Kriegs für Syrien kommen müssen. Aber die Großmächte wollten weiterhin Krieg führen und wollen den Völkern vor Ort Leid zufügen. Bu vijib kurdab karanin. Yani erişe Afrin ekirin. Erişe kurdi Afrin ekirin. Gotun Daesh vederi em duhazın Daesh bertaraf bekin. Ama mesele net Daesh'i. Mesela hamu dünyayı Heze ki kurdal ve dere çebiye duhazın ve heze zayıf bıkın. Rojava weiterhin verteidigen und mit Hilfe unserer Internationalistinnen und internationalistischen Freunde dieses Modell aufrechterhalten. Auf dem kurdischen Lied Jane Jane entstand im Widerstand gegen den Überfall auf Kobane das Solidaritätslied Kobane Kobane. Und wir haben es in den letzten Wochen, als wir gemeinsam hier protestiert haben gegen den faschistischen Überfall der Türkei auf Afrin, haben wir es umgedichtet in Afrine Afrine. Und das wollen wir jetzt gemeinsam mit euch allen singen. Dieses Bewusstsein. Rechtsruck muss natürlich kritisiert werden. Rechtsruck darf einen aber auch nicht einschüchtern, sondern Rechtsruck muss erst recht eine Gegenbewegung hervorrufen, in der die Leute sich zusammenschließen, sich nicht mehr niederdrücken lassen in den Betrieben, sich nicht mehr niederdrücken zu lassen, weil sie eine andere Nationalität haben, sich nicht mehr niederdrücken zu lassen, weil sie vielleicht Frauen sind oder sonst Unterdrückte dieses Systems. Und deshalb ist es ein gutes Zeichen. Ich wünsche mir, dass wir auch
auch in Deutschland so eine Massenbewegung auf die Beine stellen. Eine Massenbewegung, die Tausende, Zehntausende umfasst, die gegen diesen Rechtsruck der Regierung auf die Straße geht. Alle, die davon betroffen sind. Und ich glaube, dafür ist das hier heute ein guter Anfang. Das sind faschistische Gesetze, die hier in Deutschland wieder eingeführt werden. Und alles das läuft darauf hinaus, auch die riesige Aufrüstung. Frau von der Leyen will 200 Milliarden Euro in die Rüstung stecken und damit dann solche Regimes wie Erdogan, wie Iran und sonst Saudi-Arabien, mit solchen reaktionären Typen wird dann zusammengearbeitet. Das ist Kriegsvorbereitung und deshalb ist es eine Situation, in der es wirklich dringend nötig ist, dass wir das ernst nehmen, dass wir uns zusammenschließen und dass wir denen das Handwerk legen, die hier die Welt mit ihren Kriegen in Schutt und Asche. Für Freiheit und Demokratie in Rojava, aber auch vorwärts zum echten Sozialismus gegen dieses kapitalistische System, das sich von vorne bis hinten überlebt hat und keine Perspektive mehr hat. Solidarität dazu unsere heutigen Aktion beiträgt. Am 20. Januar, wo das Afrin angegriffen wurde, hier in Essen, in Düsseldorf, im Düsseldorf Flughafen, haben verschiedene spontane Demonstrationen kundgeben stattgefunden. Hier in Essen auch gegen unsere Kollegen, Freunde, Nasire war auch dabei. In Düsseldorf im Flughafen, wir waren auch zusammen bei dieser spontanen Kundgebung. Wir haben auch dann zwei Anzeige gegen uns angeleitet wurde. Und die Teilnehmer alle, die sind einfach richtig wie Kriminelle abgeführt worden. Und Bilder und mit Nummer und keine Ahnung was sozusagen kriminalisiert wurden. Und Hannes wird uns jetzt nochmal erläutern, wie wir uns dazu aufstellen. Stadt. Wir laden Sie herzlich ein, an unserer Demonstration teilzunehmen gegen den Rechtsruck der Regierung. Wir sind viele. Solidarität ist das Schweizer. Wir haben schon verschiedene Vorschläge aus unserer Natürlich sind Fraktionswechsel durchgeführt, aber das ist keine Sache hier.
Welt, deutsche Waffen, deutsches Geld, Morden mit in aller Welt. Deutsche Waffen, deutsches Geld, Morden mit in aller Welt. Alle Bedenken hoch, die internationale Solidarität. Hoch, die internationale Solidarität. Hoch, die internationale Solidarität. Merkel finanziert, Erdogan bombardiert. Merkel finanziert, Erdogan bombardiert. Merkel finanziert, Erdogan bombardiert. Say it loud, say it clear. Deutsche Waffen, deutsches Geld, Morden mit in aller Welt. Deutsche Waffen, deutsches Geld, Morden mit in aller Welt. Unsere Demonstration steht unter dem Motto: gegen den Rechtsruck der Regierung. Wir sind viele, Solidarität statt Spaltung. Und wir haben uns auch auf unserer ersten Kundgebung, und wir werden sie gleich fortsetzen, denn wir sind an der Porsche ganz nah gekommen, damit beschäftigt, wie wir tatsächlich für eine freie Gesellschaft antreten. Zu vielen von den Bünden. Also USA, Großbritannien und Frankreich. Und das hat einmal mehr zum Ausdruck gebracht, dass man damit rechnen muss, dass diese imperialistischen Länder einen Krieg vorbereiten. Das ist jetzt erstmal wieder beendet. Sie haben gesagt, das Bombardement ist beendet. Jetzt werden wir wieder mit diplomatischen Mitteln vorgehen. Aber wir sind der Meinung, das ist von diesen diplomatischen Mitteln zu erwarten. Das sind doch die Kriegsparteien, das sind doch die Länder, das sind doch die gemeinsam schließen wir uns enger zusammen, unter anderem im internationalistischen Bündnis. Wir haben heute gemeinsam mit der Montagsdemonstration diese Demo organisiert. Und ich denke, es ist ein guter Anlass, hier in Essen zusammenzukommen, diesen Protest durchzuführen und sich enger zusammenzuschließen. Die internationale Solidarität. Hoch die internationale Solidarität. Die internationale Solidarität. Kein Mensch ist illegal, bleibe recht überall. Kein Mensch ist illegal, bleibe recht überall. Thank you.
Demonstration, die kämpft seit Beginn ihres Bestehens, seit 2004, gegen die wachsende Armut, gegen die staatlich verordnete Armut. Und das Bündnis Essen steht auf, ist auch immer ein Aktivposten gewesen in dieser Auseinandersetzung und im Protest auf der Straße, im Kommunalparlament. Glück auf! Ja, vielen Dank. Ja, liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, ein neuer Zusammenhalt für unser Land. Das ist eine der drei großen Überschriften über dem Koalitionsvertrag der neuen GroKo. Das ist eigentlich reiner Zynismus, denn ausgerechnet diejenigen, die durch ihre Politik Tag für Tag die soziale Spaltung vertiefen, von einem neuen Zusammenhalt für unser Land faseln. Sie meinen natürlich auch nicht unseren Zusammenhalt. Die meinen was ganz anderes. Und die Menschen durchschauen das auch zunehmend. Denn es ist doch kein Zufall, dass unmittelbar nach der schweren Geburt dieser GroKo und ausgelöst durch den unseligen, diskriminierenden und fremdenfeindlichen Beschluss der Essener Tafel, keine Leute mit ausländischem Pass mehr aufzunehmen, in ganz Deutschland eine Diskussion über Hartz IV und Armut losgebrochen ist, die bis heute nicht eindämmen konnten. Und diese Diskussion, die zeigt, dass dieses Gesetz nach wie vor verhasst ist wie von Anfang an und nicht von den Menschen akzeptiert wird. Und weil das so ist und weil es denen darum geht, die Menschen davon abzuhalten, sich gegen diese Politik zusammenzuschließen, deswegen ziehen sie alle Register der Spaltung. Da werden Flüchtlinge und Migranten als Sündenböcke aufgebaut, um von den wahren Verursachern von Armut und Arbeitslosigkeit in den Konzernspitzen abzulenken. Ohne Zweifel ist die AfD diejenige Partei, die dabei am schlimmsten und am dreistesten hetzt. So versuchte die AfD-Abgeordnete Beatrix von Storch sogar noch diese Amokfahrt von Münster vergangene Woche auszunutzen, um das dem Islam und Flüchtlingen in die Schuhe zu schieben. Mittlerweile musste sie da kleinlaut zurückrudern, diese Pute. In den Medien wird immer der Eindruck erweckt, dass diese GroKo-Parteien von der AfD getrieben werden. Das ist meines Erachtens grober Unfug. Die rücken immer weiter nach rechts, weil ihre Institutionen, ihre Parteien und ihr ganzes System immer mehr an Vertrauen verlieren und immer mehr Widerstand herausfordern. Das geplante neue bayerische Polizeiaufgabengesetz, ist schon mal erwähnt worden, verschafft der Polizei Unterdrückungs- und Überwachungsmöglichkeiten, wie man sie seit Gestapo-Zeiten nicht kannte. Das tut die CSU nicht wegen der AfD, sondern um ihr geliebtes kapitalistisches System gegen einen Ansturm von solchen Gefährdern wie euch und uns zu wappnen. Das ist der ganze Sinn der Sache. Und es ist auch kein Zufall, dass sowohl die CSU und der Seehofer wie die AfD den faschistoiden ungarischen Präsidenten, der jetzt wieder gewählt worden ist, Viktor Orban, hofieren und als Vorbild ansehen. Diese Regierung Orban, das ist so eine Regierung, so könnte man sich vielleicht eine AfD-Regierung vorstellen. Es ist auch kein Zufall, dass in Österreich die Schwesterpartei von CDU und CSU mit der faschistoiden FPÖ, vergleichbar mit der AfD, bereits eine Regierungskoalition auf Bundesebene bildet. Und auch bei uns gibt es erste Anläufe aus der CDU, solche Koalitionen hier in Deutschland salonfähig zu machen. Und ich sage euch, das wird kommen. Gegen den Rechtsruck der Regierung hilft nur ein breiter Zusammenschluss aller Menschen und Organisationen. Und da ist es wichtig, erstmal Meinungsverschiedenheiten zurückzustellen und das in den Vordergrund zu stellen, was uns eint, so wie wir das heute hier auch tun. Und deswegen finden wir von Essen steht auf diese Initiative vom Internationalistischen Bündnis und der Montagsdemo so gut und so wichtig. Und denn nur das schafft den Zusammenhalt, den wir wirklich brauchen.